Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Es gibt Neuigkeiten, die wir euch gerne mitteilen möchten. Ja, eventuell dieses Mal positive. Hm. Ja, also zuerst wollen wir mal sagen, wir haben ja am Wochenanfang ein Video rausgebracht, was sehr gut frequentiert war und auch die verschiedensten Kommentare aufgerufen hat. Darüber möchten wir uns erstmal, oder dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken bei euch. Das war sehr interessant, weil man festgestellt hat, dass es ja nicht nur uns so geht, sondern auch einigen anderen. Hat eine rege Diskussion da gegeben. Ja, und das war wirklich, wirklich interessant gewesen. Wir haben uns dazu mal nicht geäußert und haben auch euch mehr mal ein bisschen diskutieren lassen. Das war wirklich interessant gewesen. Und wir würden euch auch bitten, das weiterhin so beizubehalten, weil das hilft allen irgendwo ein Stück weiter. Ne? Mhm. Das war sehr schön. Also vielen, vielen Dank für diesen regen Austausch, der da stattgefunden hat. Ja, und dann haben wir jetzt die Woche ein paar Neuigkeiten erlebt. Ja, aber erstmal, wir wollen nicht, dass das hier so rüberkommt, dass wir Karthago oder Malibu schlecht machen wollen. Genau. Wir wollen niemanden ausreden, so ein Auto zu kaufen. Um Gottes Willen, Leute, guckt euch um, wenn es euch gefällt, kauft euch das Auto. Wir berichten nur von dem, was wir mit unserem Auto für Probleme hatten. Die werdet ihr wahrscheinlich bei einem anderen Hersteller genauso haben, weil das meiste ist ja mit Anbauteilen von Fremdherstellern die Probleme. Selbst das Basisproblem hier ist ja von Fiat, wahrscheinlich. Darf ich mal kurz? Also es ist nach wie vor so, dass der Malibu unser ausgesuchtes Auto ist, worüber oder worauf wir uns wahnsinnig gefreut haben. Es ist auch bei uns keine Schluddelarbeit gemacht worden, das kann man nicht sagen. Also was verbaut worden ist an Mobiliar und so weiter und so fort, das sieht ordentlich aus. Mhm. Da haben wir keine Probleme damit. Es gibt scheinbar ein technisches Problem, wo wir ja gerade dran sind, die Lösung zu finden, aber der Malibu ist nach wie vor ein sehr, sehr schönes Auto. Wir sitzen hier gerne drin, das Ambiente stimmt, also wie gesagt, daran liegt es überhaupt nicht und das, was wir wichtig finden, ist, das vielleicht auch mitzuteilen, weil wir haben ja alles mitgeteilt. Wir haben mitgeteilt, wie wir überhaupt von unserem Piccolino damals auf dem Malibu gekommen sind, wie wir uns den angeguckt haben, wie wir eine Probefahrt gemacht haben, bis nach Aulendorf gefahren sind und ihn da gekauft haben. Und natürlich gehört das jetzt auch irgendwo dazu. Und es ist nach wie vor ein schönes Auto und wir wollen das niemandem ausreden. Und ich denke auch, dass es vielleicht... Wie gesagt, finden wir ja jetzt irgendwo ein bisschen die Lösung für das ganze Problem. Es gibt mit Sicherheit mehr zufriedene Malibu-Fahrer als unzufriedene. Also mit Sicherheit bin ich überzeugt davon. Das Negative bleibt immer. Ja, natürlich, es verbreitet sich schneller als das Positive. Das ist einfach so. Und genauso muss ich dazu sagen, mit unserem Händler in Pirna. Am Anfang war unser Kontakt sehr freundlich und war auch mehr oder weniger zielführend. Und ich habe noch die ganzen E-Mails, die da hin und her gegangen sind. Das war alles auf einem ganz normalen, freundlichen Niveau. Und leider Gottes ist es dann zum Ende und überhaupt beim letzten Besuch dann zu dieser unschönen Situation gekommen und auch zu der nachweislich nichts an dem Auto gemacht zu haben und uns angerufen zu haben, gesagt, es ist alles fertig, ist alles gemacht. Das war der Knackpunkt mit Pirna. Aber am Anfang war alles in Ordnung und ich bin auch da überzeugt, dass es Kunden gibt, die mit Pirna gut zurechtkommen. Also das war unsere eigene Erfahrung, die wir da gemacht haben. Das soll nicht irgendjemand in diese Richtung beeinflussen. Nicht? Ja, also der letzte Kundenbesuch die letzten zwei Kundenbesuche waren dann schon, also nicht so zufriedenstellend gewesen. Ja, der letzte war unterirdisch. Der allerletzte war dann wirklich, also unter aller Sau. Ja. So, gut, das wollten wir auch nochmal erwähnen und jetzt kann uns erst, wir haben schon ein bisschen Stichpunkte gemacht. Jetzt soll erstmal Michael erzählen, was er die Woche... Naja, eins schon mal, weil es wurde uns oft nahegelegt, dass wir nach Goch fahren sollen, zu WCS, um da dann Änderungen an dem Auto vornehmen zu lassen. Liebe Leute, das geht nicht.
Das Auto ist immer noch ein Gewährleistungsfall von Karthago und wir müssen uns da mit dem Händler auseinandersetzen. Natürlich sind wir mittlerweile in der Situation durch die Reparaturversuche, dass wir jetzt sagen können, wir wollen das irgendwo gemacht haben und stellen euch das in Rechnung. Nur das ist natürlich, erstmal geht es nur mit dem Rechtsanwalt dann und zweitens ist das natürlich eine langwierige Sache. Und im Moment versuchen wir noch alles im Guten zu regeln. Und man muss auch dazu sagen, dass das, wenn ich das, ich habe mir das durchgelesen und angeguckt, glaube, unser Problem ja nicht löst, das wir haben, wenn wir uns diesen Booster einbauen lassen. Das Basisproblem, dass hier die Starterbatterie nicht geladen wird, wird dadurch nicht gelöst. Und, aber so wie es aussieht, könnte da jetzt tatsächlich sich was tun. Ja, weil Michael hat die Woche das Auto Herr Schubert angerufen. Na, ich hatte ihm eine E-Mail geschrieben. Oder E-Mail geschrieben. Ja, ich habe ihm mal von geschrieben. Dem Problem ein bisschen erzählt und dann hat er postwendend, also auch am nächsten Tag zurückgerufen. Mhm. Und aber das musst du erzählen. Ich habe ihn gefragt, ob er mittlerweile vielleicht eine Lösung für dieses Problem dem Ganzen näher gekommen ist und ob ein stärkerer Ladebooster uns weiterhelfen würde. Und er hat mich dann am nächsten Morgen angerufen und wir haben uns unterhalten und dann sagt er, also der Ladebooster spielt, hat damit nichts zu tun. Da kannst du einbauen, was du willst. Wir haben das Problem auf der Seite, dass vom Lichtmaschinenmanagement her die Batterie nicht geladen wird. Und da spielt der Ladebooster keine Rolle. Die haben das an ihren eigenen Autos nachvollzogen. Die haben bei Fiat nochmal nachgehakt und. Es gibt Sachen, die funktionieren, das ist dieser Schubbetrieb, sprich, wenn du bergab fährst oder kein Gas gibst, dann kickt die Lichtmaschine rein und lädt. Das siehst du hier auch. Unser Problem ist eine Geradeausfahrt, sinkt die Spannung bis zu 11,8 Volt ab und die Lichtmaschine kickt nicht rein und lädt ums Verrecken diese Batterie nicht. So, und dann hatte das Erste, was wir damals gemacht haben, das würde ich jedem empfehlen, der eventuell das gleiche Problem hat, sich einfach so ein Teil hier zu holen für einen Zigarettenanzünder, das dir deine Spannung an der Batterie anzeigt. Das ist jetzt kein hochwertiges Messgerät, aber es zeigt dir auf jeden Fall die Tendenz an, in die es geht, oder die Richtung, in die es geht. Und da war zu sehen, dass unsere Batterie im normalen Fahrbetrieb nie geladen wurde. Nie. Jedes Mal, wenn ich vom Gas gegangen bin, ist das Ding hoch auf 14,5 Volt. Und im normalen Geradeausfahren ist nichts passiert. So, jetzt hatte uns der Herr Schubert ja oder hatte mich dann angerufen und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe ihm das auch gesagt, dass ich das hier mit diesem Teil nachvollziehen kann, was da ist. Und dann meinte er, wir sollen als Erstes jetzt mal, ob ich mir das zutraue, und mal probieren, weil irgendetwas sagt dem Steuerteil, dass die Batterie immer bei 80% ist. Höher wird sie eh nicht geladen, aber 80%. Sagt er, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste und einfachste Möglichkeit ist die, den Stecker abzuziehen, das zeigen wir euch nachher mal, von dem Batteriesensor. Wenn man den abmacht, dann gucken, was dann passiert. So, also ich bin dann erstmal morgens losgefahren, die Batterie wieder leer fahren, damit wir irgendeine Reaktion, ob die irgendwann mal ankommt, also Klimaanlage, volles Rohr, Licht an, alles, nichts zu machen. Dann bin ich zurückgekommen, dann sind wir beide gefahren, dann habe ich vorher diesen Sensor abgemacht, Claudia lässt den Motor an und in dem Moment geht das Ding hier auf über 14 Volt. Der hat sofort angefangen zu laden. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Dann sind wir ein Stück gefahren, auch Autobahn, geradeaus, immer normal und wir waren immer bei 13,9 bis 14 Volt Spannung an der Batterie. Die wurde permanent dann geladen. Also scheint unser Problem ein relativ einfaches zu sein, dass dieser Sensor defekt ist. Der gibt ein permanentes Signal an das Steuergerät, dass die Batterie anständig geladen ist, sie braucht nichts zu machen. Wir sind ein Stück gefahren mit diesem Sensor ab
Und das wurde mir dann etwas unheimlich mit diesen 14,5 Volt. Und ich sage, halt mal an, ich mache das Ding mal lieber wieder drauf, bevor uns hier die Batterie vielleicht irgendwann um die Ohren fliegt. Und steck das Ding wieder drauf, weil ich habe natürlich gedacht, jetzt ist wieder alles runter auf 12,3. Nö, im Moment geht alles. Und wir wissen nicht warum. Na, wir werden nachher nochmal probieren. Ja. Und ja, das ist, also wir wissen nicht, warum das jetzt auf einmal geht. Also ein schlechter Kontakt kann es nicht gewesen sein, weil der schlechteste Kontakt war dann, als ich es abgehabt habe und da ging es. Und ich habe dann nochmal mit dem Herrn Schubert gesprochen und da geht jetzt die Vermutung in die Richtung, dass durch dieses Abmachen dieser Sensor sich mal auf Null gefahren hat und jetzt wieder normal. Gerieselt hat er da, ja, gesagt. Ne? Ja, entweder der oder das Steuergerät selbst auf Null gefahren ist und jetzt wieder normal arbeitet. Und jetzt probieren wir das heute nochmal aus, wie das aussieht. Und wenn nicht, ist es wohl auch möglich, ohne diesen Sensor zu fahren. Die Batterie wird dann scheinbar doch nicht überladen. Also das ist. Hat er das gesagt? Mal. Das hat der gute Mann aus dem Erzgebirge, der hat mich nämlich auch noch angerufen gestern. Und hat mir das dann auch nochmal erklärt und dann sage ich, ja, so weit sind wir auch schon mittlerweile. Und ja, jetzt hoffen wir mal das Beste, weil das wäre eine dermaßen einfache Lösung für dieses Problem. Und wenn andere dieses auch haben, dann haben die vielleicht eine schlechte Serie von diesen Sensoren eingebaut, ja, und erwischt. Also wir möchten, also wer Lust hat und auch das Problem hat wie wir, es gibt ja einige, versucht das doch mal, wir zeigen euch das jetzt gleich. Und dann würde uns wirklich interessieren, ob das bei allen hilft oder ja, ob das nur bei uns ist, weil dann hätten wir halt nur unser Problem vielleicht vorerst gelöst. Wer weiß, ob wieder was kommt. Ja, es kann ja sein, dass das Gleiche jetzt schon wieder ist und das Ding getauscht wird. Aber es würde uns trotzdem mal interessieren, ob das bei euch auch so funktioniert. Und das Auto geht auch wieder ins Autohaus Schubert. Das haben wir besprochen, weil er will jetzt auch die Batterie nochmal richtig durchchecken, weil es kann gut sein, dass die durch, auch weil sie einmal tief entladen war, nicht, dass sie doch auch was abgekriegt hat. Und also, es können sich dann extrem schnell hochladen, aber ja, auch genauso extrem schnell wieder runterfahren. Ne? Und er checkt das jetzt alles nochmal durch und der macht uns das Auto tipptopp. Da bin ich fest überzeugt davon und deshalb will ich auch nur noch da. Ja, der ist wirklich. Das ist zum Beispiel so ein Unterschied. Also zu vorher, ne, der macht sich Gedanken, die sitzen da und überlegen, auch mehrere Leute dort in der Firma. Die wollen ja auch, die haben sich auch übrigens fast für alle Autos so ein Ding gekauft. Ja. Gibt es das auf Amazon? Ja. Wir verlinken euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ist ja auch nicht teuer, das Ding, ach, ne, steckst du rein. Viele haben es ja auch schon. Also viele haben das ja auch, ihr wisst das ja eigentlich auch fast alle. Aber wir verlinken es mal, also das kann man das ganz gut testen und die haben sich das auch da in die Autos reingemacht. Und der Autohaus Schubert ist wirklich so. Die haben zum Beispiel festgestellt mit dem Ding, dass diese Lichtmaschine irgendwann reinkickt und anfängt zu laden, sagt. Und bei ihnen ist das nicht. Bei ihnen liegt irgendein Problem vor, warum die nicht reinkickt. Und es würde auch nichts, hat er noch gesagt, fällt mir gerade ein, mit dem 160 PS und 140 PS. Start-Stop. Das ist die Start-Stop-Automatik. Ja, alle Fahrzeuge, die diese Start-Stopp-Automatik haben, hätten das Problem. Die haben dieses Batteriemanagement, dieses intelligente Batteriemanagement oder Lichtmaschinenmanagement. Und wie gesagt, wir konnten das nachvollziehen an ihren Fahrzeugen, dass irgendwann die Lichtmaschine anging und die Batterie geladen und bei uns halt nicht. Sagte, und sie haben definitiv ein Problem. Sagte aber als allererstes, probieren Sie mal, ziehen Sie mal diesen Stecker ab. Naja gut, also wie gesagt, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Autohaus ist sehr bemüht und immer mit uns in Verbindung und wirklich, also das einwandfrei. Also wir sind mit dem Autohaus Schubert einfach zufrieden und da möchten wir auch bleiben und wir möchten keine Experimente mehr machen, weil wir sind mit denen echt wirklich in Verbindung und zufrieden und da bleibt es jetzt auch dabei. Ist auch abstandstechnisch nicht so sehr weit weg. Nee. Ja. Und wir zeigen euch das jetzt mal mit dem Sensor und dann, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, probiert es mal aus, teilt uns mit, dann können wir es auch das Auto Schubert mal mitteilen. Die sind sicherlich auch dran interessiert. Mhm. Ne? Fazit-Videos ist immer wieder nicht gekommen. Michael muss morgen schon wieder weg. Und ich habe gestern Fahrtraining und vorgestern gehabt mit meinem Chef hier.
Und ich fahre dann nächste Woche wahrscheinlich dann mal eine Runde weg und mal gucken, wo es hingeht. Also ich muss hängt auch ein bisschen von meinem privaten Zustand hier zu Hause ab. Schauen wir mal. Und ja, haben wir ein bisschen geübt gestern. Und Drohne fliegen habe ich auch geübt. Und naja, werden wir mal schauen. Das traue ich mir noch nicht, alleine loszufliegen. Aber zumindest habe ich das schon mal in der Hand gehabt. Schlimmer als bei mir kann es nicht werden. Meine ist weg. Na, ich hast ja gestern mit der Stromleitung gesehen. Da wäre sie schon mal gleich drinnen gewesen. Also, ja. Das wird das nächste sein, dass ich mal eine Woche alleine auf Tour gehe. Schauen wir mal. Na? Ja. So, also ihr Lieben. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, jetzt sind wir an der Batterie. Das ist dieser Sensor, der diese ganze Steuerung ansteuert. Das ist diese Stecke und ich versuche den jetzt mal, ob ich den mit den Fingern abkriege. Gestern habe ich das mit so einem kleinen Schraubenzieher gemacht. Ah, ich will nur nicht kaputt machen. Tja, jetzt ist er ab. So, und dann lässt du den hier liegen. Und dann machst du deinen Motor an. Und wenn du dann so ein Teil da oben hast im Zigarettenanzünder, kannst du sehen, ob deine Spannung hochgeht oder nicht. Und bei uns ist das der Fall, dass die jetzt sofort hochgegangen ist. So, dann machen wir das Teil wieder dran. Und fertig. So, wie ihr sehen könnt, unsere Voltzahl geht hoch, das heißt, die Lichtmaschine lädt diese Batterie jetzt. Davor waren wir bei maximal 12,2 Volt und jetzt mit dem Stecker wieder drauf auf diesem Sensor sind wir bei, wo sind wir, 13,8 und das im Leerlauf. Also wunderbar und das sogar mit diesem Sensor dran. Also im Moment läuft alles völlig normal.